wiederhole mich ungern, aber das ist halt. Ja. Ist halt, schau dir mal Microsoft an, schau dir mal Sony an, wie viele Entwicklerstudien die aufkaufen. Die haben jetzt, die anderen haben 20, andere haben 30, also ob du jetzt ein ganzes Studio kaufst oder dich irgendwo einkaufst, ist das gleiche oder ähnliches Vorhaben. Ja, also, Blizzard kannst du nun mal nicht komplett kaufen, das geht halt nicht. Ja, aber wenn du viele kleine kaufst, hast du dann auch irgendwann was Großes. Oder noch Größeres. Warum ich das schlecht finde, ist einfach, EA hat damals damit angefangen und EA hat damit nur Scheiße gebaut. Ja, EA hat viele Westwood Sachen kaputt gemacht. Westwood, genau. Boah, Westwood, Bullfrog, Westwood, gigantisch. Hab ich geliebt damals. Deswegen habe ich einen faden Beigeschmack, wenn ich immer höre, dass die Giganten andere Studios übernehmen. Ich glaube aber, dass das vielleicht auch alles gar nicht mehr anders geht heutzutage. Dass die, du kommst gegen Giganten nicht mehr an ohne Gigant. Und es müssen halt die Giganten koexistieren. So, keine Ahnung, 4, 5 große. Und das war's dann. Aber das Traurige ist ja, dass die, ich nenne sie jetzt mittlerweile Quad-A-Titel. Oder Quad-A-Studios, weil das eigentlich AAA ist halt eigentlich, die bringen auch keine AAA-Titel mehr raus. Das ist alles nicht mehr so, wie es früher war. Das ist alles nur lächerlich. Da kann jeder Indie-Entwickler fast bessere Sachen rausbringen. Deswegen nennt sie als Troll nur noch Quad-A. Obwohl es eigentlich höher ist. Aber muss man nicht wissen, was ich so meine, weißt du? Die bringen ja, du siehst ja, die in der Entwicklung geht es ja auch nicht weiter. Was ist denn da reingeflogen? Ich? Und ich dreh um und ich guck nur so, wo bleiben sie denn? Wo bleiben sie denn? Ups, da bin ich weg. Oh hey! Die Strategie heute ist nicht mehr AAA selber rauszubringen, sondern zu warten, bis ein Indie was Gutes entwickelt und dann das Indie-Studio zu kaufen. Oder das nachzumachen. Oder nochmal ein Money machen. Also genau. Mal mit ordentlicher Monetarisierung. Genau. Aber solange wir noch gute Games kriegen, ist mir es eigentlich dann doch egal. Denn du siehst ja, müssen wir nach oben schauen, gell? Denn du siehst ja, dass nichts mehr Neues kommt von den ganzen Großen. Ja, rechts rum. Geht nur rechts rum. Kommt jedes Jahr ein neues FIFA. Kappa. Ja, grün ist schon markiert, also rot, gelb, grün. Ja, das FIFA ist ja super. Das funktioniert, frage ich mich jedes Jahr wieder. Es ist halt eins. Du, das gleiche ist, ja, aber das ist Fußball. Jahr. Weißt du, wie riesig und groß Fußball das Geschäft ist? Milliarden. Fußball ist das. Ist das nicht das größte Sportdings auf der ganzen Welt? Ja. Von daher kannst du Milliarden draus schöpfen. Ja, es ist ja auch die größte Einnahmequelle, hab's ja neulich gesagt von EA. Oder wem gehört FIFA? Ist doch EA. Ja. Irgendwie 40% des Umsatzes von EA ist FIFA. Ich habe aber nicht gewusst, dass dieses Genshin Impact, was haben sie gesagt? Wie viel Milliarden Umsatz oder Gewinn gemacht hat? Mit diesem Pay-to-Win? Ja. Weiß nicht, was waren es? 2 Milliarden? Ich habe mir. Nee, 8 wäre zu viel. Ich glaube, 2 waren es. Du das glaubst ja auch gar nicht, wie viel Money die ganzen Mobile Games machen. Das ist unglaublich. Also, wenn du Geld verdienen willst, machst du kein PC-Game. Du machst ein Mobile Game. Ja. Und immer nur so machen, dass du ein bisschen was machen kannst, wenn du was kaufst, kannst du ein bisschen mehr machen. Mhm. So wie dieses Clash of Clans oder Clash Titans oder keine Ahnung, wie die alle heißen, ne? Pay to win. Muss zu meiner Schande zugeben, dass ich auch ein Mobile Game spiele. Ach, ist doch egal. Ich finde Mobile Games an sich gar nicht verkehrt. Es gibt wirklich gute Games. Ich habe noch nie eins gespielt. Über 10.000 reingesteckt. Ich kann das nicht, ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen. Am Handy in der Hand. Da fand ich Gameboy früher besser. Ich spiele die nicht am Handy, ich spiele die am PC mit Emulator. Ja gut, dann hast du ja gleich ein PC-Game im Endeffekt. Von daher ist es dann auch doof, dann sitzt du dann da und spielst ja. Aber du hast ja beim Mobile-Game immer die gleiche Struktur. Du, wie schon gesagt, du machst was, musst dann ein bisschen Geld bezahlen, um eigentlich weiterzukommen. Oder du bist halt komplett hinten dran. Genau, Pay-to-Progress, Pay-to-Win, alles mit rein. Mhm. Und es gibt ein paar Mobile-Games, die entweder teilweise gar nichts kosten. Ah, das sind dann eher so kleinere Sachen, also eigentlich keine richtigen Mobile Games in dem Sinne. Oder es gibt auch ein paar, wo du halt zahlst, um schneller voranzukommen. Aber nicht im Sinne von, dass du überhaupt noch vorankommst im Sinne von schneller. Also es gibt ja so Spiele, wo du, weiß ich nicht, 7 Tage eine Mauer bauen. Level und danach musst du 30 Tage warten, um das nächste Level zu kriegen. Genau, 7 Tage eine Mauer bauen und dann sofort abschließen. Alle 10 Euro und es ist sofort fertig. Und es gibt halt auch ein paar, wo es halt jeden Tag ein Level gibt und wenn du reinpaste, kriegst du jeden Tag 2 Level, so in der Art. Ja.
Also, ich weiß da nicht. Muss ich halt sagen, die finde ich noch okay. Sollen sie so machen. Aber das ist immer das gleiche Prinzip und solange es Erfolg hat, macht's halt jeder. Why not? Und das ist ja bewährtes Prinzip dann. Genau, Game by Bash immer in der Hand. Hm, haben wir letztens erst gesehen, ein Video. Ja, ich habe mir vor kurzem erst einen Game Boy Advance aufgepäppelt. Oh, müsste ich auch machen. Ich habe hier noch meinen rumliegen. Ich habe einen Game Boy Advance und auch noch einen Game Boy DS. Was die Mobile Games angeht und den ERP-Modelle, da habe ich vor einiger Zeit eine interessante Doku drüber geguckt. Das fand ich wirklich mal interessant zu wissen, wie das auch funktioniert, die ganz großen Studios dort, dass die, da war das Beispiel Clash of Clans und so. Wo sind denn die Wölfe von gestern? Alle weg. Die haben eine Abteilung mit über 40 Mitarbeitern, die sogar mit einer Universität für Verhaltensforschung zusammen. Ja, das habe ich auch gesehen. War doch nicht bei Simplicissimus? Da wo sie die Verhaltensstudien. Ja, die haben da auch ein Video drüber. Die Verhaltensstudien der Menschen halt wirklich analysieren die und dann genauso wie die denken und ja. Wo das Auge hingeht, wo du was schaust und überlegst, wo du auf welchen genau. Gedanken du im Augenblick kommst, und genauso auf diesen Analysen basierend tun sie das so irgendwie. Irgend so ein Blinken oben links in die Ecke hin und sowas, ja. Ja. Mit Eye-Tracker ihr Mobile-Game spielen lassen. Vernünftig. In einer Studie, um zu gucken, wo die hingucken und sowas ja. Alles. Ja, ja. Das ist doch geil. Damit du genau cool, weißt, was du so wahrnimmst. So, das ist halt also gewisserweise auch sehr. Gruselig. Ja. Das ist damit. Nur um den Shop anzupassen. Wie kriegen wir die Leute dazu, am besten Geld auszugeben? Ja. Ohne dass sie es merken. Und was dann auch drin war, ist diese mehrfache Währung. Von einer in die andere Währung, damit du nicht im Endeffekt dann da stehen hast, so 10 Euro, die sondern du hast halt lieber so 1000, keine Ahnung, Bucks oder 1000 Credits oder so. Von einem ins andere. Erstmal auf Credits, dann auf Gold oder was weiß ich. Im Endeffekt sind es immer 10 Euro, aber wenn dann am Schluss dann da steht, ja, 50 Äpfel, es ist nicht, ja, wirkt es halt im Kopf nicht so, als ob es 50 Euro wäre. Oder so, oder ja, 10 Euro. Es geht erst durch 3 Währungen und in der letzten Währung, so machen es die meisten jetzt, kaufst du dann auch nochmal Boxen, in denen die eigentlichen Items drin sind. Und so wird das verschleiert. Lootboxen bin ich ein riesiger Feind von. Wenn Lootboxen mit Ingame-Währung bezahlbar sind, finde ich das vollkommen okay. Wenn sie aber nur mit Echtgeld zu bezahlen sind, ist das einfach nur meh. Ich hoffe, es kommt mit Icarus. Mein Fahrrad ist da drin. Ich würfel da durch. Ich steck da rein hier. Würfel. Mein Fahrrad. In jeder 10.000. Box ist ein Fahrrad drin. Ja, und ich bin genau der Glückliche. Ich würde. Boxen willst du kaufen? Ja. Ich werde Messi ziehen. Kein Problem. Ich mein Fahrrad, Entschuldigung. Falsches Spiel. Huch. Gibt's nächste Woche dann hier Boxen für 10 Euro? 1% Chance auf dem Mountainbike. Egal. Ey, dann düse ich euch davon. Sehr starke Winde. Scheiße. Ist das wieder an der gleichen Stelle? Nee, gestern? Nee, oder? Aber wie traurig es ist, ist es kein Content jetzt hier. Es ist nur doofes. Ich bin auch gerade. Ich glaube aber, dass das damit zusammenhängt, dass du den Server irgendwie laufen hast. Aber es war doch gestern nicht so. Weil der Server nicht hier ist mit. Ich glaube, weil der nicht hier ist. Und ich glaube irgendwie, also ich vermute es ganz stark, dass die Viecher. Nee, letztens war das so, als. Ja, nee, letztens war das so, als. Als ich außen als ich ausgeloggt bin, sind die Sachen wieder gespawnt. Also der Server war da mit Enzo und mir, da bin ich ausgeloggt und sind die neu gespawnt, die Viecher. Okay. Anscheinend muss irgendeiner außen einloggen, um das Ganze mal wieder zu reaktivieren. Lass mal kurz den Sturm abwarten. Ja, das links in die Höhle. Einfach da Höhle vorne rein. Läuft Wasser. Oder? Ja, das ist der Endgegner. Das ist Mammut. Das Ziel. Ach, das ist es schon. Das war's dann schon. Aber eine Höhle kurz rein bisschen hier. Ich muss auch sagen, wenn jetzt hier der Weg voll mit Wölfen gewesen wären wieder und auch noch Eisbären in dem Gebiet wären, dann wäre das Gebiet richtig geil. Aber so ist es gerade wieder mega langweilig, weil du nur läufst. Ja. Ja, aber wir haben doch uns. Guck mal, da läuft es sehr. Wobei ich sagen muss, das ist ein Bug. Dass hier keine Tiere sind. Das ist ein Bug gerade. Muss, ja, okay, bei dieser einen. Wenn wir alle disconnecten und wieder drauf connecten, ist ja voll. Wollen wir es machen in der Höhle, wenn wir da so stehen? Nach dem Mammut oder was? Oder wie? Oder jetzt so? Ja, gut. Im Endeffekt ist es eh scheißegal. Wir haben die Wölfe, machen wir sie eh kaputt mit zweiter Schüssel, mit 4 Leute. Also, ich meine, keine Ahnung. Also, liegt aber nicht am Server, sondern liegt daran, dass, wenn manchmal einer reconnectet, dann geht's. Aber jetzt Lungen zu, dann kriegen wir halt auch anders Scheiße. Für den Kampf. Ja.
Habt ihr Lagerfeuer mitgenommen? Ich hab's vergessen. Ja. Nein. Ich bräuchte Steine, um das bauen zu können. Was hast du denn? Ich hab. Was ist denn das hier? Achtung, einmal vom Lagerfeuer wegtreten. Bevor irgendjemand brennt. Ah ja, geht schon nach oben. Wie hieß dieses Gerät, was da als Gameboy-Ersatz fungiert? Was wir letztens geschaut haben, das Video. Das war so geil. Das war so gigantisch. Ich hab das schon davor, ein halbes Jahr schon gesehen. Das kann halt alles, ne? Das kann Gameboy, Gameboy Advance, Game Gear, sogar 3DO oder alles mit Adapter. Und es ist halt so geil, es ist halt Hardware-Chip-basierend, ne? Das ist halt nicht Software-Emulation, das ist Hardware-Chip. Das ist halt gigantisch. Ist keine Emulation, ne? Ja. Die haben einen Chip drin und der Chip kriegt nur die Information, was für Sachen er weitergeben soll, dass es dann damit alles per Hardware gerendert. So geil, ey. Aber viel zu teuer. Wie teuer war das Ding? 200 Euro. Aber wenn du nimmst... Es kann halt auch viel. Du kannst es ja, an den Fernseher anschließen und allem. Ja, genau. Das ist ja das krasse. Den Fernseher anschließen, das ist auch noch. Das ist ja das Main-Ding. Das, ist ja, das Ding finde ich ja, besser als Switch. Das ist halt quasi 10 Konsolen, eine normale Konsole. Ja. Ah, schon, aber trotzdem zu teuer. Also für mich jetzt. Ja, ich würde es mir auch nicht holen. Aber es ist auch trotzdem ein geiles Ding. So, für eine Theorie. Geil ist es auf jeden Fall. Das Geld habe ich nie wieder in meinem Leben. Will noch wer ein Fladenbrot? Ich habe noch zwei. Ich habe noch ein paar. Also, davon habe ich mich schon verabschiedet im Real Life, dass ich, dass ich überhaupt irgendwann jemand irgendwas kaufen kann. Denn, wer braucht jetzt welche? Solange ich lebe, kann ich meine Schulden nicht zurückzahlen. Wisst ihr, worauf ich gespannt bin? Müsste ich ja jetzt im Januar bekommen. Ich habe mir das Steam Deck vorbestellt. Februar oder so müsste ich es ja bekommen. Ja, aber das ist nur ein kleiner Computer. Und außerdem hast du nur 27 Auflösung mit 30 Frames oder so ein Scheiß. Hast du zumindest das Endding geholt, das stärkste? Ja. Ja, aber das ist halt. Ich bin halt viel im Krankenhaus, Gags. Und mich reizt, dass ich dann fast alle Steam spiele. Ja, das ist okay. Ja, klar. Das ist klar, natürlich. Habe ich vergessen, ja. Switch ist halt auch gigantisch, wenn du im Bett liegst. Ich hab ja auch dadurch die Switch, als ich im Bett gelegen bin, immer benutzt. Klar. Also, mich hat es wirklich bei der Vorstellung nur gecatcht, wo der gesagt hat, wir versuchen 80% der Steam-Spiele auf das Steam Deck zu bringen. Es ist halt trotzdem etwas. Wo ich das gehört habe, dachte ich, Krankenhaus beste. Ja, es ist trotzdem etwas komisch, die Maussteuerung halt mit dem Analogstick, aber das ist ja nicht schlimm. Gewöhnt man sich dran, denke ich. Ja, wenn die es gut umsetzen, hat das auch Touch schon, oder? Ja, das hat 4 Touchfelder. Ja, dann ist okay. Also du kannst auch links und rechts alles über Touchfelder machen. Ich hoffe, dass... Du kannst alles neu programmieren. Kannst dir die so umlegen, wie du willst. Ich hoffe, dass die Version 2 das kommt mit ein bisschen stärker. Denn von der Qualität her und von der Stärke her, das ist es halt schwierig. Ich brauche halt mindestens 60 Frames, auch bei so einem kleinen Ding. Weil bei der Switch kannst du Spiele nicht spielen. 30 Frames, 10 bis 30 Frames, je nach Spiel. Witcher läuft auch nur mit 10 bis 30 Frames. Mit ekelhafter Grafik und Ruckeln ohne Ende. Also, das beste Spiel, was ich auf der Switch gezockt habe, so, was entspannt war, war wirklich Diablo 3. Das war cool. Das war einfach nice. Habe ich auch gespielt auf der Switch, das aber war, ich habe meine Switch dann verkauft. Ich hatte Season 1 und 2 gespielt und dann 24. auf der Switch oder so, weiß gar nicht. Irgendwie so ganz wild. Die Switch hat... Oh nein. Rundenzellen habe ich gesehen, ja. Zu wenig Games gehabt, die mich interessiert haben. Ja. Egal. Wir könnten eigentlich schon raus, oder? Langsam. Ich weiß nicht, ich sehe den Sturmdings nicht. Ich mach das Feuer hier vorne aus. Ja, ist gleich vorbei. Bei Minuten. Aber ich würde halt gerne gehen, bevor ich auch Lungenentzündung krieg. Du schießt ja nicht auf den Bogen. Scheiße, ich komme nicht durch. Ich nehme das andere Feuer mit. Ja. Oha, keine Ausdauer. So, dann zuerst die normalen und dann die Feuerpfeile, genau. Bin ich ja mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Oha, Leute, ich habe keine Ausdauer. Ja, Lungenentzündung.
Lungenentzündung und ein Frierbuff. Ach, ist jetzt weg, okay, der Frierbuff ist weg. Ist es weg, genau. Ich hab 60 Sekunden noch die Karotte. Ich würde mal den normalen Pfeilen pullen. Geh mal näher ran, damit es geht. Ich mit der Waffe pullen, weil ich da kritischen doppelten Schaden. Ja, dann mach mal, mach mal. Schau mal, wie viel Schaden das gibt. Ganz schön flink unterwegs. Ja. Liebes Flauschig. Liebes Hardcore Extermination Tier. No. Und zeig mir, was du kannst. Ja, es ist voll zwischen die Augen. Und? Ja, crittet nicht so richtig. Ihr könnt aber draufballern. Oh, 1200 hast du gehört. Alles Feuerfalle drauf. Ich kann nicht sagen, der X-Rete Bogen, der macht gar nichts. Okay, Feuerfalle weg. Für mich sind 10 Stück drauf. Ja, ich hatte auch noch mal ein paar Feuerfalle nach. Schneller als ich, oder was? Kurz Fleisch essen. Gerade eben die Karotte abgelaufen, frech. Du hast die Waffe hier. Ja, aber es ist jetzt kein Unterschied zu vorher. Mhm. Ist sogar dadurch, dass wir keine Ads haben, noch schwächer. Aber ich schätze mal, dass es mehr Leben hat. Es steht ja keine Zahl da, aber ich schätze, dass es mehr Leben hat. Vielleicht auch ein bisschen schneller, keine Ahnung. Bisschen drehen. Kann ich diesmal kirschen? Jo. Enzo hat schon. Hast du es gemacht mit Füllpacken? Ich war heute früh nicht dabei, ich hatte Pech. Achso, das war die andere Mission, okay. Mit der Cooper, glaube ich, gemacht. Ja, nice. Cool. Skin it quick. Es brennt noch. Beim Skin halt Feuer fangen, ne? Ex, brennst du? Feuerzahlen kommen. Ja, von ihm noch. Das war's. Was hat das jetzt gegeben beim Kirschbaum? Den Stoßzahn, den wir holen sollen. Genau. Die, ansonsten auch, oh, kein, dann, auch kein Prime mit gar nichts. Ja, kann mich ja auch jemand umballern, damit die Lungenentzündung hier weg ist? Die bleibt doch, oder? Nein. Lass liegen. Oh! Was? Was? Krass. Was denn? Einfach, du kannst dich hier nicht wiederbeleben, wenn dich mitgilt. Das, da musst du warten, 18 Sekunden oder nicht? Oder 15 Sekunden? Nein. Sofort. Nein. So. Jo, wir laufen aber regulär zurück, oder? Ja, klar. Ja, also ich meine... Ich relocke jetzt mal, vielleicht kommt ein Viecher. Ich meine, die drei Stunden waren easy. Haben wir gut gemacht. Gott, Gangs, ich mach mal relock wegen Viecher. Ja, mach mal. Vielleicht auf dem Rückweg dann, was da ist. Ja, aber die paar... Ja, wie ihr wollt, die Wölfe machen, würden mir jetzt auch kein Gamechanger Spaß bringen. Ich würde halt mit der Waffe gerne drauf schießen. Ein wiederkehrendes Abo. Wow, Hammer. Eben, wozu haben wir sonst die Waffen gebaut? Hurra. Ich habe gerade ein Abonnement-Abzeichen erhalten. Ja, XD. Fifi, danke dir für 3 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Support. Ja, natürlich, für 3 Monate erhältst du ein neues Zeichen hier. Lass dich drücken. Dankeschön für den Support. Kuss. Schlaf gut, nachher gut, ihr Verrückten, beziehungsweise seid ihr noch wach, wenn ich wieder auf... Vielleicht. Na dann. Um 8 den Kaffee. Mal schauen, mal gucken. Vielleicht werden wir... Ich weiß nicht, ob ich es von der Arktis nach Hause schaffe, so schnell. Dann schlaf gut und angenehme Träume. Wie geht's dir, Fifi? Alles fit bei dir? Aber wenn der Spieler so vorgesehen hat, dass wir keine Hirder mehr sind, dann ist es halt so. Weil die Mission ist ja so schon schwer genug. Ja.
glaub nicht. Ich glaub, die Tiere sind buggy. Das hat ja nicht mal einen von uns wirklich angegriffen, das. Also ich bin mega enttäuscht. Ja, es war wieder kaum vorher, nur mit mehr Leben, glaube ich. Ja, und das und so ernüchternd ist halt jede Mission. Also die 3 Stunden Vorbereitung hätten wir noch eine Stunde geschafft, die Mission, oder? Ich kann nicht beitreten. Kommt immer Suche nach gehosteter Sitzung. Geht nicht. Shame. Ich glaube, Gex, starte mal den Server neu. Die Sitzung ist da, alles gut. Wir finden alle das Game nicht. Soll ich euch einladen, oder was? Das wäre vielleicht nochmal eine Variante, ja. Echte Maus. Vielleicht bei Hardcore kann man nicht reloggen. In Lobby einladen. Ach, das muss ja sein. In Lobby. Also hat er, wieso ist denn nicht nur einer relogged? Das reicht doch. Um das System wieder aufzubauen. Wäre wahrscheinlich bei dem N auch nicht gegangen. Wir haben halt gleichzeitig die 2 dumme in Gedanken, weißt du? Ich hab euch alle eingeladen. Hab ich noch nicht? Mich auch nicht. Na klar? Ne. Keine Zero Einladung bekommen. In Lobby einladen. Fufi in Lobby einladen. Smartline in Lobby einladen. Alles eingeladen. Außerdem müsst ihr gar nicht eingeladen werden. Ihr müsst halt einfach joinen in der Sitzung. Ja, aber ja, das geht nicht. Es kommt doch keine Einladung. Ne, es das scheint ein Problem Einladung mit deinem Steam zu sein. Ich habe keine Einladung bekommen. Ich auch nicht. Ihr braucht doch gar keine Ahnung, weil das Schiffgebiet ja sowieso da ist. Eigentlich. Ja, aber nicht, auch wenn gesagt, wir beitreten wollen, dann sagt er uns, ey, wird das gehostet, okay, ich trete bei Stars, und dann steht dort, suche gehostete Sitzung, findet er nicht. Fail to resume prospect against RPC error. Ja, dein Gex TV wird nicht gefunden. Okay, ich bin uns mal drauf. Also soll ich jetzt auch rausgehen, oder was? Okay. Einfach Testaufwand. Ich denk mal, deswegen sind auch keine Tiere da, weil da irgend so ein, Problem zu haben. Synchronisationsfehler ist. Warte. Der scheint ein Desync zu haben oder so, dein Host. Ja, Desync, jein, sonst hätten wir die Tiere nicht getroffen. Irgend sowas nicht. So, warte. Zack, Schiffgebiet. Hosten, ja. Ja. Vielleicht haben die Steam-Surfer da irgendein Problem gehabt zwischendrin. Ja, das kann sein, weil bei mir ist eigentlich alles in Ordnung, sonst könnte ich ja nicht spielen. Jetzt hätte ich das Problem auch. Weil dass er den Host. Ich sitze daneben, aber die Connection ist trotzdem nicht über LAN, sondern über Internet. Dass er den Host nicht findet, denke ich, ist eher ein Problem mit der Steam Connection. Wollen wir hoffen, dass Steam nicht an sich gerade Probleme. Oder wir können jetzt 3 Stunden nicht reinkommen, die Chance werden gelöscht. Ja, super, dann. Weil ihr unbedingt rausgehen wolltet. So. Suchen nach gehosteter Sitzung. Bitte warten. Lade Schiffgebiet, bitte warten. Jetzt. Jo. Don't touch a running system. Ja, jetzt geht's. Perfekt. Okay, ja, dann lag's irgendwie am Server von Icarus, weil das hier ist eigentlich alles in Ordnung. Dann haben wir jetzt vielleicht auch. Weil, wenn das nicht wäre, zeigt das sogar oben an Desync. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Also er zeigt das sogar an, dass es nicht funktioniert. Meinst du, dass wir jetzt Tiere haben? 100%. Na gut. Hier vorne steht einer. Wer ist es? Das ist Marty. Ja, das müssen sie auch irgendwie fixen, dass es mit dem. Das als besser läuft, so keine Ahnung, was sie noch alles fixen müssen. Du hast für Missionen 4, 7 oder 30 Tage Zeit. Wenn du in dieser Zeit nicht hochkommst in dein Raumschiff, deine Kapsel, dann ist der Char weg. Und das ist eine Hardcore-Mission oder Extreme oder Porno, keine Ahnung wie die heißt. Hast du nur 6 Stunden Zeit. Und die kannst auch locker in einer Stunde schaffen. Aber du hast halt theoretisch Zeitdruck, praktisch ist die Zeit einfach sehr lange. Die simulieren damit quasi, dass dein Charakter auf dem Planeten stirbt. Genau, dein Plan, genau. Zurückfliegt. Die meisten Missionen sind einfach 7 Tage. Dass der Charakter nicht stirbt, sondern dass du dann einfach nur nicht mehr von dieser Mission runterkommst. Die komplette Map freigeschaltet wird und du dann halt auf diesem Planeten bleiben musst. Nichts mehr kaufen kannst mit diesem Charakter, nichts mehr verändern kannst mit diesem Charakter, außer dass du auf dem Planeten machen kannst. Ach, aber der Charakter ist noch da hier. Nee, der ist weg. Der Charakter wird gelöscht. Aber es sollte meiner Meinung nach so sein, dass er nicht gelöscht wird, sondern er einfach auf dem Planeten bleiben muss. Du kannst nicht mehr zurück. Gibt keinen Weg mehr zurück. Ach so, sollte es so. Ja.
Und es geht automatisch in den Sandbox-Modus über. Genau. Gibt einer wieder frei? Hier, Dingsbums hier. Jo. Was? Frei? Steam. Steam, Discord meine ich, sorry. Achso. Einfach verwirrt hier. Hab ich das nicht schon gemacht? Da vorne ist der nächste Bolt. So. Okay. Dann haben wir hier Dingsbums. Was wäre es das hier? GexTV, Safi, Smartline. Ja, die baue ich jetzt nicht ab, die Leute für das. Aber abbauen bringt mehr Menge fürs Leveln, ne? Echt? Ja, ja, schau mal, bau mal ab und dann schauen, was es bringt. Aber Killen bringt doch bedeutend mehr EP als es. Ja. Ich kann aber auf. Du bist noch nicht drin, oder? Hier, Safi? Achso, links, Zero ist nicht drin, deswegen. Ich kann aber nicht zugreifen. Alexa? Stopp, stopp, stopp! Oder ein Wolf und. Ui, ui, ui. Das war aber ein breiter Spalt. So. Und? Habt ihr eure Tiere bekommen? Ja. Ja, ja, sind überall Wölfe wieder. Echt? Ich habe gar keinen einzigen. Hä? Aber warum läuft das Spiel nicht immer so, Naja, weil hier halt nichts ist. Wir warten hier an der Höhle. Fluffy, tu mal ein Dings hier ran. Ein Feuer. Also, ich sehe schon nichts mehr. Ja, es wird dunkel. Ja, das schaffen wir doch bis nach Hause, oder? Ja. Kurz schlafen und dann wieder los. Ich dachte, wir rennen jetzt durch einfach. 4 Minuten sind wir da. Eben. Los, let's go. Okay, ja, wer wollt? Mir ist wir haben keine Angst im Dunkeln. Also, ich habe keine Tiere hier, Mädels. Kein einziges. Ich habe wieder einen Wolf gehabt. Ui. Bei mir normalerweise, sind hier innerhalb von 10 Metern 20 Wölfe. Du läufst halt vorne weg, ne? Du renderst erstmal die Map. Ich denke mal, dass die spawnt alles erst hinter dir. Und alles erst hinter dir. Ich bin doch auch, aber auch nie reconnected. Also. Ja, dann gucken wir mal, ob alles hinter. So, okay. Ich würde viel Gas geben. Smarty ist vor mir. Und es gibt keine Wölfe mehr. Ja, wenn Smarty da ist, dann kriegst du eh keinen einzigen Wolf ab. Der tötet alles. Das kenne ich. Wollen wir jetzt erstmal sehen hier, wer das schneller da eben hat. Aber mit dem Kälteanzug übrigens, es kann glaube ich noch kälter werden und ich krieg keine Frostbeulen. Ach, hast du den? Eine bekommen? Ich bin komplett am Anschlag und passiert nichts. Ich bin nicht mal im blauen Bereich. Ich bin ganz im blauen Bereich, ganz und habe eine Frostbeule. Also ohne den. Ich auch. Ich glaube, mit dem geht der die letzte blaue Kante, die du noch hast, wo du da drinne bist, weg. Ein Wolf gefunden. Tot. Das ist eine Steigerung von mehr als 100%. Ja. Ich wollte gerade anlegen. Ich glaube aber, dass das Haus. Also, ich glaube aber, das ist halt so wirklich gewollt, ne, mit dem Spawn hier. Ja. Legolas ist wieder unterwegs. Kann mir vorstellen, dass es so ist. Kann mir nicht vorstellen, weil ich war halt jetzt. In 3 unterschiedlichen Missionen hier und eigentlich war immer sehr viele Wölfe in dem Gebiet. Sowohl das erste Mal, wenn man hier den Weg frei macht, als auch. Ja, genau, da war ich auch. Immer so viele Wölfe, aber nur hier nicht. In dem Mission waren wir noch gar nicht. 2 Frostballen jetzt. Ihr wolltet nicht schlafen, ganz selbe Schild. Jo, schade, zu hoch. Wer stirbt, wird zurückgelassen. Der war meine. Jetzt.
dachte, das ist ein Wolf. Okay, ich dachte, das ist ein Hase. Du warst auch 50 Kilometer näher dran. So, leider kein Lagerfeuer hier. Okay, das nächste Mal können wir uns merken, ein Langbogen reicht. Ja, klar, habe ich ja gesagt. Klar. Das war uns von Anfang an klar. Nur so ein bisschen Gaudi mit aufbauen und so. Ja. So viel ging das echt schnell, wenn ich überlege, wie lange ich alleine schon dran arbeite. Mal schauen. Vielleicht Weg weiterspielen? Also freischalten? Den Weg nach unten, da hat es auch nochmal zwei Bossfights. Mal gucken, was da kommt. Das wissen wir nämlich auch noch nicht. Geht das? Consume? Na, Wüste, ja. Da ist auch nochmal ein Boss. Das weiß ich nicht. So. Gesehen habe ich noch nicht. Ich weiß nur, was es sein soll. Da braucht man den Skill, dass man aus Holz Stöcken machen kann. Das haben wir. Kein Problem. Man den Nacken mit Stöcken in der Wüste. Kein Problem. Easy. 4 Minuten. Ich kann auch gar keinen Stein mehr abbauen. Ich habe gar keine Spitzhacke hier. Ich brauche Steine, um Steine abzubauen. Naja, falls ich Feuer machen kann, hab kein Feuer. Aber ich kann Steine sammeln, glaube ich. Ja, ja, hier liegen doch überall welche vorne. Seid so weit vorne. Gut, dass ich hier überhaupt keine Frostprobleme habe. Ja, ich habe ja diesen Hitze-Dings da. Ich muss ihn aber herstellen, ich habe nur freigeschaltet. Ob ich mir den jetzt herstelle, weiß ich nicht. Übrigens, ihr könnt mehr Hitzewiderstand kriegen, indem ihr die Flasche aus eurem Anzug rausnehmt, weil ihr die ganze Zeit gekühlt Effekt kriegt. Das ist minus 4 Kälteempfindlichkeit. Wie? Du hast unten den Temperatur-Minus-Buff. Das ist dieses gekühlt, weil du die ganze Zeit Wasser zuführst. Der Gex sagt, hier sind keine Wölfe, willst du? Neben ihm schon den dritten weggeschossen. Hat noch jemand ein Lagerfeuer, der hier steht? Hast du noch eins? Nein. Oder? Nein. Also, wenn ich in der Wüste bin, einfach das Wasser rausnehmen, oder was? Nee, jetzt hier. Eis hier. Wenn du hier die Wasserflasche aus deinem Anzug rausnimmst, dann kriegst du nicht den Gekühlt-Effekt dauerhaft. Ah. Und der Gekühlt-Effekt gibt plus 10 Wärmeresistenz, aber minus 4% Kälteresistenz. Warte, Kälte, die mal schauen. Dann trinkt man halt 25. Alle Jubeljahre mal kurz. Ändert sich ja nichts, Flasche raus und rein. Ne, guck mal dort deine Buffs. Doch, nee, nicht die Sauerstoff, die Wasserflaschen. Ach, das Thermometer, was ach, du da ach, hast. Ach, ja, 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 hab ich grad falsch. Kälte. Der läuft jetzt ab, der Buff unten mit dem der läuft für alle fünf, der läuft glaube ich 15 Sekunden oder sowas und wird im alle 3 ach, Sekunden. Ach, der hier, dieses Thermometer da. Mhm. Ja, ja, jetzt habe ich es, okay, jetzt habe ich es auch gecheckt. Mhm. 29 jetzt, genau. Kältewiderstand. Vorher war es 25. Das meinst du, ne? Seite, ja. Ja. Genau, den Effekt. Der ist jetzt weg und dann hält man ein bisschen mehr aus. Ich finde es auch schade, dass es nicht überall Bären und Wölfe gibt. Ja. Ja, das ist halt so auf der Erde. Es gibt nicht überall alles. Ich glaube, das erste Gebiet wäre deutlich witziger, wenn dort ein paar mehr Wölfe rumrennen würden und dafür vielleicht nur ein oder zwei Bären, dass man halt wirklich denen aus dem Weg geht und am Anfang struggelt. Wenn man, kennt man nicht, falls man nie gegen, geht man immer aus dem Weg. Aber wenn es einerseits... Ich hoffe, dass es so Sandbox-Modus ist. Nein. Einerseits finde ich es nicht schlecht, dass es nicht überall die Bären gibt. Hier oh Bären, da mehr Wölfe und sowas. Du kommst schon raus. Passiert. Irgendwie geht das schon. Schau, ich bin auch nochmal rein. Extra. Ich komme hier nie wieder raus. Klar. Oder? Bist du irgendwo reingefallen? Bin jetzt auch reingesprungen. Ja. Raus. Ich bin drüber gesprungen, aber irgendwie doch reingeflogen. Na, gebrochener Fuß oder sowas. Sprain. Ah, toll. 30 Sekunden noch. Ich glaube, das haben sie auch geändert, dass du nicht immer dir was brichst, sondern dir öfter mal was verstauchst. Obwohl, brechen war jetzt schon schwer. Also ich habe erst nach ein paar Tagen spielen das geschafft.
Ja, ich habe das öfter hingekriegt, weil ich gerne von Sachen runterspringe, weil ich so denke, ach, das schaffe ich schon. Und dann war es doch so tief. Oh! Aber gibt gut Punkte für die Mission, kann man sich einiges holen. Wenn wir die 10 mal hintereinander machen, easy. Stimmt, eigentlich, wenn man die jetzt belegt, das könnte man auch in der Stunde oder. Ja, doch, in der Stunde könnte man das schaffen. Sofort schaffen wir das schneller. Ja. Was müssen wir denn machen eigentlich? Wir brauchen nur den Langbogen. Und ein bisschen. Ja, die Pfeile brauchst du auch nicht wirklich. Ja, die Knochenpfeile hab ich gestern hier unterwegs gebaut. Ja, wenn die Wölfe da sind, genau. Ich glaube aber, wenn du. Bist dann schon wieder hier vorbeigerannt, Alter. Spring jetzt einfach hier runter und dann krieg ich wieder einen Schaden. Wenn du auf dem Weg einfach das Eisen mitnimmst, das geht sogar fast schneller als das, als die Knochen. Aber das kannst du halt so herstellen. Auf dem Weg. Ja, okay, jetzt habe ich meine Werkbank. Na gut, die kostet ja eigentlich auch nichts. Gut, die kannst du ja in die Höhle mitnehmen. Aber im Endeffekt, egal wie, es geht auch mit normalen Steinpfeilen quasi. Ja. Selbst da ist es zu viert auf jeden Fall, ballerst du halt ein paar Mal mehr drauf. Und Knochenpfeile, das kommst du eh ran irgendwie. Das geht schon. Ja, du kriegst ja halt abartig viel fettet. Ne? Ja. Ich weiß das nicht genau, was ich mit den Credits machen soll. Vielleicht ein bisschen die Spitzhacke oder sowas, die andere, oder aber da brauche ich ja das andere Material. Oder die andere, den anderen Anzug noch. Ja, also ich wäre dafür, dass wir diese Excavation nochmal machen. Also weitermachen, die haben wir ja noch nicht gemacht. Wo man die, dieses Erz da abbauen muss mit der Maschine. Ja, dieses Payout oder wie das heißt, ne? Irgendwie so, ja, genau. Kriegt man das dann auch dann nach Hause? Schon, ne? Nee. Muss dann droppen. Wie? Ja. Kriegt man das? Ich denke mal, du kannst alles mitnehmen, was du findest. Das wie die andere exotische Kraft. Habe ich dich getroffen? Ja. Als Stopp. Guck mal, wo ich stehe. Ich hab von hier geschossen. Hast du die Zielsuchpfeile? Die was? Die zielsuchenden Pfeile hast. Ja, auf jeden Fall. Ja, eben, da geht das gut. Gerade on long distance, dann treffen die ziemlich gut. Hast du so weit geskillt, oder was? Zielsuchend. Nein. Ja, dann hat er doch nicht die Pfeile. Ich hab doch auf hier Spitzhacke geskillt. Ja, weil er dich gerade gefragt, ob du das hast. Du hast gesagt, ja. Nee, hat er nicht. Deswegen wusste ich das. Das war einfach Zufall. Random. Hab mich gerade gewundert. Das ist nicht so nett. Ich hab 3 Frostbeulen, ne? Ich hab Hypothermie. Ich hab gebrochenes Bein. Wieso fast tot du mit deinem Anzug? Was ist denn da für Schweine rein? Übrigens, wenn du mich nochmal triffst, bin ich tot. Ja, dann rette ich dich halt. Was ist denn das für ein Planet da? Komm, wir gehen auf den. Was ist das? Da vor uns. Da oben? Ja. Ja, eigentlich könnten wir da hingehen, ne? Ja, einfach hinbeamen. Sieht schon geil aus, gell? So ein Ort-zu-Ort-Transport. Aber es sieht mega aus, die Grafik ist so. Aber ich hätte so Bock irgendwie auf so ein Weltraum-Survival-Game, wo du halt mit einem kaputten Raumschiff rumfliegst. Und eigentlich quasi das gleiche machst wie hier, nur halt im Weltraum. Space Engineers. Ja, aber das. Ja, ich glaube, das ist aber eher so ein bisschen. Mehr. Simulation, zu sehr, also Wirtschaft oder sowas, oder nicht? Zu sehr. Ich will das auch nicht spielen, hatte ich auch keine Lust drauf. Space Engineer ist ja auch nur auf dem Planeten. Was? Oder? Nein. In dem Weltraum ist es eigentlich. Da baust du doch selber Schiffe. Du hast 7 Planeten? Oder so? 6 oder 7, keine Ahnung. Okay. Du kannst vom Planeten zu Planeten fliegen, du kannst, da gibt's Hydrogen, da gibt's
jede Menge Mods, jede Menge Spielzeit, jede Menge Spaß. Also ich finde es geil, ich habe halt noch nie irgendwie eine Gruppe gefunden, die das spielt. Vielleicht mal wieder mal reinschauen. Halt ein bisschen. Aber ich würde halt fühlen, wenn das Raumschiff immer wieder fliegt und du musst halt überleben. So sehr, weißt du? Es, natürlich tust du überleben, da hat's KI-Gegner, die auf dich ballern, also... Boah, zu hoch, ey. Bist du schon wieder offen? Ja, aber ich treffe dich nicht. Achso, du bleibst stehen, dann ja. Ha, ist getroffen! Wer ist denn hier vorne? Guck mal, wo ich stehe, Digga! Guck mal, wo ich stehe! 4 Meter hast du getroffen, 4 Meter! Du triffst nicht, du triffst nicht! Jetzt hast du mich getroffen! Oh Gott! Was ist da? Warte, warte, ich hab ein Dings! Was ist das? Pin it! Minus 100% Movement Speed! Ja, yeah, weil du gestunt bist! Ich hab dich gestunt! Moin! Oh. Und ich hab hier einen Wolf. Hi. Da hinten läuft was. Och, kann doch wohl nicht wahr sein. Was machst du da? Ist da was oder was? Ja, da war ein Wolf. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde das Spiel jeden Tag immer mehr ernüchternder, ne? Also das ist jetzt nichts... Wir haben jetzt noch nichts Neues erlebt. Jeden Tag. Ja, in den letzten Tagen halt null. Langsam es gibt keinen Progress. Ja. Dass wir jetzt ein bisschen aufbauen, ein bisschen Mammut haben... Okay... Aber... Ich will noch die Missionen alle durchspielen, dass ich alle einmal gemacht habe und dann... war es das erstmal. Bis zum nächsten DLC und dann gucke ich mal rein. Genau, aber was jetzt nicht dabei ist, ist, die DLCs sind halt nie so wirklich... cool wie am Anfang. Das Spiel zu spielen nie wieder. So wie jetzt. Ganz frisch entdecken, gehypt und so. Ich schätze mal, dass sich das auch alles ändern wird vom Content her, aber als ob ich dann nochmal im Jahr das ganze nochmal spielen würde. Muss zu erleben, weiß also, ich nicht. Also ja, den Anfang nicht nochmal, ne? Man spielt halt dann die DLC-Missionen nur. Ja, und wenn der Anfang sich komplett ändert, ist es ja okay für die neuen, aber es wird sich dann nur so ein bisschen ändern. Und der Unterschied der Änderung ist halt auch egal dann schon. Aber das ist ja nicht normal bei solchen Spielen. Du spielst am Anfang so ein bisschen eine Woche, bei der zweiten Woche denkst du schon okay. Und dann ist halt, falls die dritte Woche kommt, ist es schon sehr, sehr gut. Ja, Schusswaffen hier. Wird geballert. Wo sind seine Schusswaffen hier kommen? Aua, von hinten an noch, ey. Alter, ja, dann hebt mich auf wenigstens. Ich war das nicht, das war der andere, ja. Ja, ja. Von hinten. Ja. Du tickst ja eh runter hier. Ich wurde von hinten getroffen. Oh! 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 Auch nochmal getroffen! Beide. Du tickst aber runter irgendwie, oder? Hast du gefriert Ding? Hast du irgendwie eine Wunde? Ja, ja. Okay, okay. Help, hallo! Ich will was essen. So. Ja. Du hast da einen Pfeil stecken, warte mal. Bleib mal stehen. Danke. Ja. 3 Stunden und 10 Minuten. Ja. So. Alleine geht's, will oder? Ich hier nicht reingehen. Zusammen geht das, aber easy. Ja, alleine musst du halt 3 Minuten Pfeile mitnehmen. Mhm. Ja, aber theoretisch kannst du dir einfach 1000 Dinger craften, Steinpfeile. In ein paar Minuten. Die reichen noch, oder? Ja. Theoretisch. Das Problem ist, wenn Wölfe da sind, wenn man alleine ist, weil die Wölfe halt immer dazukommen und du musst die Wölfe halt immer töten. Mit Steinpfeilen one-hittest du nicht, wenn du mit einem Headshot machst. Mhm. Ja, dann genau.
Wenn dann drei auf dich zukommen, ist scheiße. Wenn du Recurve-Bogen hast schon. Nee, also habe ich letztens nicht gehabt. Ich habe die öfter mal, dass die noch irgendwie Leben übrig hatten. Aber wir haben ja gemeint, okay. Man spawnt einfach, baut sich einen normalen Bogen und go. Jo. Da musst du schon öfter schießen. Steinpfeile, alle Wölfe töten auf dem Weg und dann hast du alle Knochenbögen. Du musst nur Holz mitnehmen, damit du die Stöckerbacke machen kannst. Genau. Und Fasern halt noch irgendwie mitnehmen. Und mit der Ausrüstung, die ich jetzt habe, ist auch, du brauchst halt null Lagerfeuer oder irgendwas. Du gehst halt vielleicht in einem Sturm mal in die Höhle rein. Aber Sturm hast du schon noch Probleme, oder? Mit dem Ganzen. Der Kälte. Das ist nur die Sturmaussetzung. Also ich hatte jetzt nicht einmal, dass ich irgendwo gefroren habe. Ich glaube, der ist komplett immun gegen Kälte. Ist gar nicht meins, fix. Wo ist denn der andere überhaupt? Der hier Verrückte? Sind viel zu viele Raumschiffe. Welches ist meins? Ah, hier ist der. Ich rette ihn mal kurz. Ich glaube, das hier. Hab den gerettet. Ja, GG. Group 15 will be glad to hear from you again when you're back in orbit. Ja. Also. Geile Mission, kann man sagen. Hat eine Menge Spaß gemacht, war eine Challenge und wir haben. Wichtig ist, wir haben eine schöne Zeit verbracht, oder? Ja. Also Spaß gemacht hat es trotzdem irgendwie. Natürlich, ja. Das Aufbauen, das Rumlaufen, das Quatschen, das Erzählen. Wichtig ist halt die Zeit verbringen. Das andere ist ja okay, ist ja Bonus. Mhm. Also wenn sie noch ein bisschen was an den Missionen schrauben, ein bisschen was am Progress-System, ich glaube, dann könnte das trotzdem noch ein richtig geiles Game werden. Also 750 gibt die Mission. Mhm. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Wenn du das in pro Stunde machst, ist das halt. Jo, GG. Ich habe jetzt 1000 Werkstatt, damit kann ich mir jetzt irgendein Teil erforschen. Sind schon alle raus, oder was? Ich bin draußen. Ja, weg von dem Planeten. Ne, Fafi ist noch da. Bin weg. Bin im Orbit. Bei mir stehst du noch da. Jetzt bist du weg. Jetzt bist du weg. Muss ja neu speichern hier, okay? Na dann. Servus. Ja, Speicher läuft noch, dann macht es halt. Okay. Jo. Ja, super. War spektakulär. Ich würde da so reizen, nochmal zu machen, einfach nur so. Aber ich glaube, wir wollten die andere, gell? Also. Welche. Wo geht's denn weiter hier? Unten rechts in der Wüste, habt ihr gesagt, geht's weiter. Jungs? Mädels? Warum ist meine Rüstung weg? Schau mal, was? Post. Hast du die ausgezogen? Nein. Bist du ganz weg? Siehst du, ja? Nee. Aber die hast du nochmal angehabt, gell? Natürlich, klar. Selbst nach dem Stern machst du sie an. Ja, da hat das Game dich gerade um deine Rüstung gescampt. Hab ich meine noch? Ausrüstung? Ich hab die mit dem noch. Okay, krass. Ah, schick mal den Server hoch, bitte. Ist schon oben alles. Ist schon oben. Ich hab bekommen, ja. Ihr Item. Dem Server-Item ist in der Ding gewesen, warte. 9,6. Da. Ihr meintet doch, dass dieses Antibiotikum. Wart ihr das? Dass dieses Antibiotikum, diese Tabletten. Wirken Schützen. Gegen die Höhlengedöns? Ja. Ja. Das gegen heißt, man nur gegen Lungenentzündung oder kriegt man auch den Höhlendebuff nicht? Du kriegst einen Höhlendebuff nicht mehr. Du kriegst gar nichts mehr. Gar nichts. Kannst du was weil so ich hab nämlich gerade mal geguckt, es gibt nämlich diesen bakteriellen Impfstoff. Der kostet 100 Dollar. Und der, die zweite Stufe davon... Bakteriell ist, glaube ich, wenn du was trinkst. Genau. Gegen Lungenentzündung und infizierte Wunden steht hier dran. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch gegen diesen Höhlen-Debuff hilft. Das wäre halt jetzt... Aber ich muss sagen...
Ja, der Lilanim müsste es sein. Ich muss sagen... Der bakterielle Impfstoff 2 ist es. Dass, ja, der 1 geht auch schon. Dass mein Modul, was ich mit dem Twink hier hergestellt habe, das mit dem Team-Modul, ist, habe ich nicht mehr, ist auch weg. Hat die auch nie dabei. Was? Ist einfach weg. Gibt's nicht mehr. Ausrüstung? Ich hatte drei Stück. Mein Anzug ist noch da. Also ich hatte drei Module. Ich hab nichts verloren. Einmal Gewicht, einmal Inventarslots und Mate-Tracker. Aber der Mate-Tracker ist weg. Okay. Ist dein Mate-Tracker noch da, hier, Enzo? Sonst ist alles noch da, der Mate-Tracker ist weg. Ein Player-Tracker-Modul habe ich da. Okay. Bei dir ist der Anzug weg, oder was? Das ist doch ein bisschen komplett wild noch. Ja. Die haben einiges gefixt und neue Sachen jetzt. Ja, ist mir auch okay. Macht mir nichts aus, hole ich mir nachher wieder. Easy. Das ist die Einstellung, die man braucht. Richtig. Einfach Cheat anmachen und alles wiederholen. Ah ja. So. Das ist interessant hier. Werkstatt. Ja, wer weiß, was wir noch so verlieren. Scheiße. Um 10 Uhr kommt der neue Patch, oder was? Wenn man die Sachen dann zumindest wiederkriegen würde nach dem Patch, das wäre halt ultra. Lock doch. Passiert. Mir ist es ja neulich passiert. Stimmt, genau, ein Patch. Man kann vielleicht nochmal außen einloggen, Enzo. Oder draußen rein aus dem Ding oder irgendwie so. Hast du wieder geholt, oder was? Ja. Vier Teile zumindest. Alle. Ach so, okay. Ihr seid ja reich. Wir haben gerade 750 bekommen und die zu craften. Ja gut, die Herstellungskosten kosten ja nur 50. Ja, richtig. Stimmt, das sind 250, die du für den ganzen Anzug ausgeben musst, das ist wirklich nichts. Was, für den ganzen Anzug 150 bloß? Spinnst du jetzt? Ja, wenn du den alle schon erforscht hast, dann die kosten alle nur 50. 50. Oh. Das ist halt wirklich nichts. Nur der Ding davor kostet, Umweltanzug. Der Umweltanzug, halt genau. 100 und 250. Mhm. Na gut. Okay. So, dann was machen wir jetzt hier, Jungs? Ich muss mal kurz pinkeln, ich muss meine Füße kurz behandeln. Ich brauche 5 Minuten oder so. Nur so eine Zeit können wir ein bisschen quatschen. Ich mache mir so lange kurz was zu essen. Das okay, ja. Oder 10 Minuten mehr vielleicht. Den könnten wir machen. Hier unten rechts, ne? Dieses. El Camino. Genau, El Camino Expedition. Genau, da würden wir den nächsten Baum freischalten. Und dann haben wir hier unten nochmal einen Bossfight. Hier wird eine Dust Up und Dust Up Hardcore Extermination. Never made it. Well, not in one piece. They want you to track it down and find out what happened. Because they had enough scandals lately. Means heading into some pretty fresh territory. Gut, wie lange ist er jetzt unterwegs? 5 Minuten, zähl. They asked specifically for you. Überlege, ob ich in der Zeit tatsächlich nochmal ein bisschen Exotic holen gehe in dem Speedrun. In 5 Minuten? Ja, bis alles losgeht, sind noch locker 10 Minuten, oder? In 10 Minuten? Wie willst du das machen? Ja, ich nutze einfach das Exploit und gehe in der Höhle zurück. Befreien in der Höhle dort direkt drücken und da bist du doch schon wieder im Shuttle. Das hat er gehört, pass auf. Ich finde gerade die Mission nicht, bin ich deppert? Das hat er auch gehört. Hä? Ich schaffe die exotische Materie zu... Ja, hier, das ist es doch. Warte mal, wir können ja auch die hier machen. Wo war die? Ich muss nur kurz nebenbei... War das Ding? Payday. Gex, wie lange dauert es insgesamt? 25. Bitte? Mit 25 mit hin- und zurücklaufen. Und ich meine, bis du ready bist für die nächste Mission. Ja, keine Ahnung, ich kriege mich ja kurz ein, was weiß ich, 5 Minuten oder so, 5 bis 10 Minuten. Ja, dann los. Aber wir können ja trotzdem, eine Viertelstunde kurz Pause machen, ist ja kein Stress, oder? Ist doch scheiße, ja, dann mache ich nämlich ganz schnell einmal Team Wayne. Mach doch, ist doch egal. Ich muss hier ein bisschen behalten. Wenn jemand mit will, kann er ja mitkommen. Mein Server wird mitgehen.
Das kriegt er ja, kannst an. Du machen von mir aus. Ja, warum nicht? Bin schon am Landen. Musst du mich einladen? Wir haben uns nicht in Steam, richtig? Das ist natürlich, wie soll ich dich dann einladen? Weißt du aus Steam? Ich weiß, wie ich das mache. Zuletzt gespielt mit. Da müsste ich dich ja finden. Theoretisch? Alter, wie das ausschaut, ey, krass. Warte, müsste ja ingame übers... Mitspieler, vorherige Spiele. Über Steam Overlay gehen, oder? Wie hat man das gemacht? Wie heißt denn du ingame? Ja. Satchel Cookie. Nee. Finde ich nicht. Rocket League, Spiel Rocket League. Tolle Spiele. Geht nicht. Wie hat man nochmal das Steam Overlay aufgerufen? Shift und Tab. Tab. Ja. Das geht nicht. Mitspieler, vorherige Spiele. Wie heißt du? Discord Smartline. Smartline. Ich schicke ihm gerade einen Code. Ja, hast einen Freundschaftscode, einfach Steam reinkopieren.